Entschuldigung, du brauchst. Wieso? Du musst so zu einer Sonnenstelle gehen. Und warum? Du musst mal recyceln. Okay, kannst du mir dann zeigen? Ja, okay. Ja, komm jetzt. Okay. Allein in Österreich liegen 8 bis 10 Millionen Handys in der Schublade herum. Es ist sehr wichtig zu recyceln. Es sind die Umweltschutz, der Ressourcenschutz und die Energieverbrauch. Wusstest du, dass es ca. 30 verschiedene Metalle in jedem Elektrogerät sich befinden? Es gibt Wertstoffe, so wie Gold und Silber. Wenn die nicht richtig entsorgt werden, schaden diese der Umwelt. Und wieso schadet sie der Umwelt? Weil es sich noch Schadstoffe in dem Elektrogerät befinden, so wie zum Beispiel Blei und Quecksilber. Genau, weil auch in den Akkus sind Giftstoffe drin, wie zum Beispiel Lithium. Daher ist es wichtig, die Kontakte abzukleben, weil es uns bei Berührung mit Metall einen Kurzschluss geben kann. Recycling ist wichtig für die Umwelt. Ressourcenschonung spart Geld und Energie. Man sollte nie alte elektrische Geräte, Akkus und Batterien in eine Mülltonne schmeißen, sondern immer bei einer Sammelstelle vorbeitragen. Recycling ist ein anderes Wort für Wiederverwerten! Selbst das kleinste Kind kann sich das merken! Müll da, Müll dort, Müll! Hin oder her! Wieso fällt das den Menschen gar so schwer? Handys in der Schublade machen doch nur Dreck! Bring sie lieber weg! Sie haben keinen Zweck! Wirf den Müll nicht auf die Straße! Was bekommst du? Eine fette Strafe! Müll trennen ist der neue Trend! Wer nicht trennt, ist nicht im Trend! Wir sind heute da, um den Müll zu trennen! Denn alle müssen es ab jetzt erkennen! Wir sind als Gruppe, sagen euch mit Kraft! Trennt den Müll oder ihr werdet bestraft! Sonst gibt's von den Wastewatchern richtig Ärger! Der Laptop kommt nicht in den Restmüllcontainer! Deine alte Geräte haben zu Hause keinen Sinn! Deshalb bringen sie zur Akkuwichtigerin! Es ist bei Akkus wichtig, die Kontakte abzugeben! Jetzt kann es bei der Sammlung einen Kurzschluss geben! Meine Playlist ist perfekt! Deshalb schmeißt es nicht weg wie Dreck! Ich werde sie auch nicht verkaufen!